heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Willkommen zurück, Sturmtruppler. Finde Amanda. Wo sind wir hier? Ich weiß, wir sollen Amanda finden, aber wo sind wir hier? Das ist komisch. Okay, wir gehen los und suchen Amanda. Für ein friedlicher Garten. Können wir uns hier frei bewegen? Hm, nicht ganz. Unsichtbare Barrieren. Ich dachte, ich hätte an meine Freundin gesehen. Ich glaube, hier ist er. Mensch? Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Mensch oder Androide? Es ist so schwer. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er zeigte alle Symptome der Abweichung. Kognitive Instabilität, unberechenbares Verhalten und die Nachahmung menschlicher Emotionen. Er hatte sogar Angst zu sterben. Das Modell war eindeutig defekt. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Aber was halten wir von Lieutenant Anderson? Ich glaube, er ist reizbar. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. War. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft, anpassend, gleichgültig, unsicher. Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Sie ist seltsam. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Wenn er nur die geringsten Anzeichen für einen Abweichler zeigen würde, würde Amanda ihn umbringen. Ohne mit der Wimper zu zucken, einfach. Sie ist der perfekte Androide. Ich glaube kaum, dass sie menschliche Gefühle noch hat. Kann ich helfen? Guten Tag. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Dankeschön. Was gibt's denn hier noch? Mal gucken. Wir haben ja jetzt die zu...
Ich bin ganz nett, Erlaubnis, kann man hier irgendwas? Nein. Ist okay. Ist okay, entspann dich. Joint Chiefs of Staff. Für ihr Vaterland gestorben, die Ehrentafel. Du hast sicher einen Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Okay. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, Nein, da rein hier. Sehr schön. Sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. So, Lieutenant Andersons Platz finden. Ja, das ist mir klar. Wir gucken mal gleich am ersten. Detective Reed. P.O. Person. Was zu lesen. Detroit Today. Berühmter Detroiter Maler stirbt. Karl Manfred. Eins von Detroits strahlendsten Lichtern. UN warnen vor Dritten Weltkrieg. Tatsächlich ist er jetzt tot. Ist er jetzt tot, weil er bei uns gestorben ist? Oder gäbe es auch eine andere Option, wo er überlebt und dann wäre das nicht erschienen? Wow. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern als Galionsfigur des Neosymbolismus, mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Bacon? Keine Ahnung. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Klar, braucht der Junge ja Geld. Detroit Today. Ivanov sagt Njet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnen. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Mit oder ohne Droiden. Ivanov sagt Njet. Russlands Präsident, ja genau, das hatten wir schon. Auf Präsident Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollten, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafondiplomatie und meinte, dass US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsident Warren, dass die USA an die UN-Konventionen gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Ich muss sagen, Leute, ich weiß, ich war ein bisschen unsicher, aber ich möchte das wirklich lesen, weil es gibt... Ja, es ist ein Storyspiel und ich will alles lesen, was es storymäßig hier zu lesen gibt. Lieutenant Anderson. Das wäre schade. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Dann warten wir halt auf Lieutenant Anderson und wir müssen uns hinsetzen. Okay.
Wie gesagt, ich möchte das alles lesen, das ist ein Storyspiel. Deswegen werde ich auch jetzt wieder alles vorlesen. Wenn ihr es nicht wollt, ihr könnt es ja ein bisschen überspringen oder... Ja. Es gibt hier so viel zu entdecken in dem Spiel. Das ist... Also... Na, wir fangen mal an. Wir hören uns das zuerst an. Knights of the Black Death. Heavy Dark Metal. Das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Was gibt's hier zu analysieren? Jede Menge. We don't bleed the same color. Anti-Androiden-Parolen. Nutzt dein Gehirn. Nicht deinen Androiden. Android-freie Zone. Okay. Detroit Basketballkappe. Okay, er ist ein Fan der Detroiter Mannschaft. Red Eyes Sondereinheit 2027. Abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes Dealer Rings 2028. Okay. Hier seht ihr das hier links. Er schuldet mir noch $50. Good Cop, richtige Polizei, Assholes, die da unten, oh mein Gott. Nettes Mädchen. Was da alles steht. Okay, was kann das hier? Streichhölzer, Herkunft, Chimneys, Bar, Holz, Phosphor. Aufenthaltsort vielleicht. Hundehaare, Bernhardiner. Oh, er hat ein Hündchen. Er frisst Donuts. Das ist halt so ein typisches Polizei-Nahrungsmittel. Zumindest bei den Amerikanern heißt immer hier Kaffee und Donuts für die Polizisten. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Fächer-Ahorn, Arschen. Was? Shishigashira Shohin. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ah, hey. Wir haben ein paar Sachen über ihn in Erfahrung gebracht. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Unsere Suche seinen Schreibtisch erkundet die Polizeistation. Habe ich jetzt seinen Schreibtisch? Das habe ich doch alles, oder? Ja, das habe ich alles. Gibt's sonst noch was? Nein. Das wird unser Schreibtisch. Ich sag's euch, das wird unser Schreibtisch. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes. Was haben wir hier? Einen Pausenraum? Sieh mal da. Oh nee. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Hallo, Detective Reed. Wir sind freundlich. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch.
Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Anderson. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Tja. Hat er sowieso nicht wie getan, also wie mehreren Stats. Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Soll doch irgendwie befragen. Ich muss noch die Toilette. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, ratlos würde ich ja. Was mache ich jetzt im Klo? Die Krawatte richten. Da muss doch keiner auf die Toilette. Das gibt keinen Sinn. Aber der ist halt ein bisschen selbstverliebt. Er ist so ein bisschen selbstverliebt. Okay, hier dürfen wir nicht rein. So. Wer bist du? Hey, fick dich! So was sagt man aber nicht. Wir müssen ihn analysieren. Man wird mich zerstören. Das wäre möglich. Zur Analyse deiner Biokomponenten. Sie müssen wissen, was passiert ist. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich dachte, er vertraut uns. Ich werde sterben. Das würden sagt sonst jetzt nicht. Na super. Warum tut er das? Ich rufe CyberLife an. Mach das sauber. Warum tut er das? Ich verstehe es jetzt nicht. Er hat doch so sehr Angst vor dem Tod, aber... Wo muss ich hin?
komme ich da rein? Ich hätte reingehen können, aber unser Androide hier denkt, er ist nicht autorisiert dafür. Und da dürfen wir nur hin mit dem Captain sprechen. Irgendwas habe ich übersehen bei der Analyse, sonst hätte ich jetzt... Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Ich glaube, er hasst uns. Ist das hier irgendwo ein Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Was wird unser Schreibtisch? Wir haben irgendwas übersehen, dann hätten wir noch eine Möglichkeit gehabt. Ach, wie schade. Egal. Und das ist halt eine der vielen Sachen, warum es sich Sie lohnt, haben einen Hund, ja? Es selbst auch zu spielen. Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Sumo. Er heißt Sumo. Sumo-Ringer. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Okay, das war nicht gut. Fauler Uhrzeit. Musik. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ist ja seltsam. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Hey, hast du die Proben angeguckt? Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Weil er ein Android ist. Ganz einfach. Wir tappen auch immer ein Set. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Wann? Kann er nicht einfach alles herunterladen? Fallakte. Fallbezug verschwinden. Gordon Lopez. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Androide hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Fallbezug Angriff. Charles Bell ist das Opfer. Fall von Lieutenant Anderson. Ungelöst. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234 777 821 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitet. Der Kläger behauptet, der Androide habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Androide ist immer noch flüchtig.
Was haben wir hier nochmal in Angriff? Opfer Sarah Cornwall. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700 Nummer 480 913 802 angegriffen worden zu sein. Der Androide hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Der Verschwinden Floyd Mills. Der Kläger, der Manager des Eden-Clubs, berichtete vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Modell WR-400, Nummer 641-97-831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Das kann wiederum aber auch andere Ursachen haben. Ach. Der berühmte Maler Karl Manfred wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Androide gewalttätig verhalten. Der Androide ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Aber er hat's nicht gemacht. Er hat sich nicht gewehrt, das wissen wir ja, weil wir haben es gespielt. Überfall, Todd Williams, Opfer, Kara. Hier haben wir Kara. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausdruiden, einem AX-400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Androide war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Das ist wiederum... Menschen lügen. Hätten wir das halt ganz runtergescrollt, hätten wir weder die Akte über Markus noch die über Kara gefunden. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Professionell. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Oh je. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Heftig. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Ich habe ihn ganz schön wütend gemacht. Mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ich glaube, er entwickelt auch Gefühle. Oder sind wir es, die Gefühle entwickeln? So, was haben wir jetzt übersehen? Hier unten haben wir 2 Sachen. Bei Amanda hätten wir auch Sachen finden können. Wir haben es übersehen. Im Tiergarten. Okay, wir haben hier unten nochmal beim Reviererkunden was übersehen. Und beim Schreibtisch untersuchen haben wir auch was übersehen. Klar. Hank hat eine Spur. Was wäre das zweite? Wahrscheinlich das zweite wäre, wir hätten ihn dazu überzeugt, dass er dorthin geht. So hat er jetzt eine Spur bekommen, dann, weil wir ihn einfach nur sauer gemacht haben. Okay. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.